Herzlich willkommen, ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema in diesem Video ist die Absicherung der Arbeitskraft bzw. die Berufsunfähigkeit. Dieses Video ist eine weitere Folge aus der Serie Existenzzerstörende Risiken und geht heute um das Thema Arbeitskraft. Und wie Sie schon wissen, möchte ich erreichen, dass die Menschen verstehen, welche Versicherungsverträge oder Absicherung und Vorsorgen wirklich wichtig sind, welche eher unwichtig sind. Und deswegen habe ich in dieser Serie die Themen, die wichtigsten Themen, die jeden von uns betreffen, rechtliche Vorsorge, Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, Invalidität durch Unfall, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und die Haftung, die wir ja per Gesetz in unbegrenzter Höhe haften, wenn wir jemandem Schaden zufügen. Das sind die 6 existenzzerstörenden Risiken, die, wenn sie eintreten, tatsächlich ins Eingemachte gehen können. Und in dieser Serie möchte ich Sie ermuntern und dazu auffordern, dass Sie Ihren sozusagen gesunden Menschenverstand einsetzen und sich selber fragen, sind das tatsächlich die Risiken, die mich betreffen und in welcher Höhe sind diese Risiken vorhanden? Und deswegen ist in jedem dieser Folgen eine Kalkulation dabei, um festzustellen, wie hoch ist das Risiko für mich und lohnt es sich, dieses Risiko abzusichern, beziehungsweise was passiert, wenn diese Risiken, der Notfall bei diesen Risiken eintritt. Die Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, Versicherung bzw. besser gesagt die Absicherung der Arbeitskraft ist eine der wichtigsten Versicherungen, wie inzwischen wahrscheinlich jeder weiß. Und in diesem Video möchte ich darauf eingehen, warum ist die Absicherung der Arbeitskraft so wichtig? Wie hoch ist denn das Risiko wirklich? Mit einer Beispielrechnung aus finanzieller Sicht. Die Voraussetzungen der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Welche Möglichkeiten der Absicherung gibt es und was sind die wichtigsten Parameter für diese Absicherung? Zu Punkt 1. Warum ist die Absicherung der Arbeitskraft eine der wichtigsten Versicherungen oder Absicherungen, die es für uns persönlich überhaupt gibt? Es ist sehr, sehr einfach. Wenn wir mit unserer Arbeitskraft, mit unserer Körperkraft kein Einkommen mehr erzielen, egal ob selbstständig oder angestellt, dann ist die Lebenssituation, die wir vorfinden, nach so einem Einschnitt vielleicht durch Unfall oder Krankheit, sehr, sehr schlecht, beziehungsweise es ist schier unmöglich, ohne Einkommen hier in Deutschland an dem Leben teilzuhaben, wo eigentlich, wenn man es mal ganz grob rechnet, die Grundsicherung, die so vielleicht bei 700 Euro liegt, kaum ausreicht, um ein Leben zu gestalten. Alles, was unter 1000 Euro liegt, denke ich, macht Probleme. Punkt 2, dass die Arbeitskraft unser wichtigstes Gut ist, ist noch sehr einfach zu verstehen. Aber wie kalkuliere ich denn jetzt unter Punkt 2 das Risiko der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit für mich persönlich? Es ist sehr, sehr einfach. Nehmen Sie Ihr Bruttogehalt, weil Sie müssen ja brutto verdienen, um netto zu bekommen. Sie nehmen Ihr Bruttogehalt, nehmen das Bruttogehalt mal 12 oder 13 oder 14, wenn Sie mehrere Monatsgehälter im Jahr bekommen. Die Summe nehmen Sie mal der Jahre, die Sie noch übrig haben, bis zum Rentenalter mit 67 Jahren. Das ist die Summe, die sozusagen das Risiko, das Einkommen darstellt, das für Sie im Risiko steht. Sie müssen also bis zum Rentenalter so viel verdienen, wie Sie jetzt ausgerechnet haben. Also Jahreseinkommen mal der Jahre bis zum Rentenalter 67. Das ist die Summe. Ich habe hier ein Beispiel für Sie mitgebracht, das möchte ich Ihnen ganz gern zeigen. Wenn Sie das Video anhalten, dann können Sie es später nochmal ganz genau lesen. Hier ist ein 30-jähriger Angestellter mit 3.500 Euro Bruttogehalt, Lohnsteuerklasse 1, der verdient ca. netto 2.200 und hat ein insgesamtes Bruttoeinkommen bis zum 67. Lebensjahr von 1.500.000 etwas mehr.
Wenn er Erwerbsminderungsrente beantragen muss, weil er krank ist oder einen Unfall hatte, dann kann er, was Sie hier an der Seite sehen, mit folgenden Einkommenslücken pro Monat rechnen. Wenn er aufgrund seiner Erwerbstätigkeit nur noch 3 bis 6 Stunden pro Tag arbeiten könnte, und das gilt egal für welche Tätigkeit, bekommt er gar keine Leistung von der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn er 3 bis 6 Stunden arbeiten könnte, egal welche Tätigkeit, bekommt er in etwa ein Viertel seines Nettogehaltes. Das bedeutet, er hat eine Lücke von 1650 Euro. Und wenn er noch weniger als 3 Stunden arbeiten kann, dann bekommt er die volle Erwerbsminderungsrente von 1100 Euro. Das entspricht einer Lücke von genau 1100 Euro. Hier nochmal ganz kurz dieses Bild. Wenn Sie es gern ausdrucken wollen, stoppen Sie einfach das Video und drucken Sie das Ding aus. Dann können Sie es selber kalkulieren und nachrechnen, wie das für Sie wäre. Meine Empfehlung, egal wie hoch die Lücke ist, beziehungsweise egal, ob Sie Hausmann oder Hausfrau sind, egal, ob Sie arbeiten oder nicht arbeiten, meine Mindestempfehlung auch für Azubis und vielleicht sogar schon für Schüler am Ende ihrer Schulzeit ist eine Monatsrente von mindestens 1000 Euro für sich abzusichern, abzudecken, weil mit 1000 Euro kann man knapp, ganz, ganz knapp seine Miete, seinen Strom zahlen, seine Dinge, die man so täglich braucht und sich auch da noch Kleidung und Ernährung und so weiter finanzieren. Also mindestens 1000 Euro. Ansonsten natürlich die Lücke, die entsteht, beziehungsweise wenn man noch Rücklagen hat, dann ist diese Lücke vielleicht nicht gar so groß und man kann die Summe etwas reduzieren. Aber ich würde nicht unter 1000 Euro gehen. Es gibt sicherlich Spezialfälle, wie zum Beispiel Beamte, wo man nicht über die 1000 Euro drüber kann, weil die Versicherungen die Rente begrenzen. Aber so weit möchte ich nicht gehen. Ich möchte Ihnen vor allem zeigen, wie wichtig es ist, dieses existenzzerstörende Risiko abzudecken, weil es kann nicht sein, dass Sie gar nicht wissen, dass Sie so eine große Lücke haben und im Endeffekt zum Schluss dann in den sauren Apfel beißen, weil Sie ein Einkommen haben von vielleicht nur noch statt 2200 Euro von 500 Euro und der Arbeitsmarkt keine Stelle hergibt, die eventuell für Ihre Qualifikation vorhanden sein müsste. Der dritte Punkt ist die Voraussetzungen. Wann bekommt man denn von der gesetzlichen Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente? Also das Wichtigste ist, Sie müssen mindestens 5 Jahre lang in die Rente einbezahlt haben, pflichtversichert sein oder freiwillig einzahlen, wenn Sie selbstständig sind. Sie müssen bei Beginn der Rente, Erwerbsminderungsrente, müssen Sie die letzten 5 Jahre mindestens 36 Monate, sprich 3 Jahre, mit Beiträgen belegt haben. Manche denken jetzt sofort, naja, wie ist denn das mit Azubis, mit Lehrlingen auszubilden? Ja, die Azubis, die haben tatsächlich in den ersten 5 Jahren gar keinen Versicherungsschutz. Es gibt eine kleine Ausnahme, nämlich die, wenn ein Berufsunfall vorliegt, dann wird das gesondert geregelt. Nur leider ist es so, dass die meisten Unfälle und die meisten Krankheiten nicht so viel mit dem Beruf zu tun haben, sondern meistens in der Freizeit passieren. Und Krankheiten werden meistens auch nicht auf den Beruf bezogen als junger Mensch, sondern das sind meistens dann bei älteren Menschen, die vielleicht schon 20, 30 Jahre in ihrem Job sind, plötzlich eine Mehlallergie haben oder sonst irgendwas als Berufskrankheit anzuerkennen. Das ist bei Azubis fast nie der Fall. Das heißt, diese jungen Menschen haben in den ersten 5 Jahren überhaupt gar keinen Versicherungsschutz, mit wenigen Ausnahmen. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, die sie brauchen, um überhaupt Rente zu bekommen. Und natürlich müssen sie einen Antrag stellen und die Erwerbsminderung muss mindestens über einen Zeitraum von mehreren Monaten fortbestehen, voraussichtlich fortbestehen, 6 bis 12 Monate fortbestehen, bis man einen Antrag stellen kann. Da geht ja immer grundsätzlich voraus das Krankentagegeld, also das heißt den Verdienstausfall für 6 Wochen, dann bekommt man
Geld von der Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen und irgendwann wird dann geprüft, ist er berufsunfähig oder ist er nicht berufsunfähig. Aber so tief, wie gesagt, möchte ich nicht einsteigen. Es gibt viele tolle Videos, die genau diese Schritte beschreiben, aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema soll heute sein: Existenzzerstörung. Warum ist die Arbeitskraft eines der wichtigsten Risiken bzw. die wichtigste Kraft, die wir haben, um unser Leben zu gestalten? Dann haben wir als nächstes noch den Punkt 4. Welche Möglichkeit der Absicherung gibt es? Es gibt sogenannte Berufsunfähigkeitspolicen. Es gibt Grundfähigkeitspolicen. Dort sind die Grundfähigkeiten abgedeckt, die sich nicht auf den Beruf beziehen. Es gibt dann auch noch die sogenannten Dread-Disease-Policen, sprich schwere Krankheitenabsicherungen. Es gibt Multi-Risk-Policen, wo mehrere Risiken in einem Vertrag enthalten sind. Und es gibt dann noch die Erwerbsunfähigkeitsrente, Versicherung, die nur tatsächlich die Erwerbsunfähigkeit deckt. Das heißt, man kann überhaupt keiner Tätigkeit mehr nachgehen, also unter 3 Stunden pro Tag. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist die umfassendste Lösung und in den anderen Positionen wie Grundfähigkeiten und Dread-Disease-Policen, da sind einige Bausteine nicht enthalten, die in der Berufsunfähigkeit enthalten sind. Das ist meistens die Psyche, die psychische Erkrankung. Schwere Psychosen sind meistens in diesen Ersatzprodukten nicht enthalten. Die Ersatzprodukte für die Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es deswegen, weil es einfach Berufe gibt, Situationen, Vorerkrankungen, wo die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr abschließbar ist, weil die Gesellschaften diese Kunden einfach nicht mehr haben wollen. Oder weil der Beruf, ich komme gleich darauf noch, was die Parameter sind, der Beruf des Kunden so eine hohe Risikoklasse darstellt, dass es sehr, sehr teuer ist, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Was ich noch sagen möchte, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder sagen wir mal die Arbeitskraftabsicherung und die Invaliditätsabsicherung in der Unfallversicherung haben miteinander erstmal nichts zu tun. Es gibt zwar Überschneidungen, aber nochmal, ich habe es bei der Unfallversicherung schon gesagt, die Unfallinvalidität zahlt eine Summe aus, eine möglichst hohe Summe, 300.000, 400.000, 500.000 €, um seine Dinge zu erledigen, umzubauen und zu finanzieren. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung oder Alternative ist immer eine Rentenzahlung, die mit, keine Ahnung, 1.000, 1.500, 2.000 € pro Monat leistet und sie somit ihre laufenden Lebenshaltungskosten decken können. Deswegen sind diese beiden Policen nebeneinander notwendig und nicht das eine statt das andere. Dann ist es noch der fünfte Punkt, welche Parameter spielen denn für so eine Versicherung eine Rolle aus Kundensicht? Es ist erstmal das Eintrittsalter. Umso jünger Sie eintreten, umso günstiger ist diese Versicherung. Zum Zweiten ist es die Laufzeit. Umso kürzer die Laufzeit, umso günstiger der Beitrag. Das bedeutet aber auch, wenn Sie nur bis 55 oder 60 Jahre abschließen und Sie sind tatsächlich berufsunfähig, dann haben Sie eine Lücke von dem Ablauf des Vertrages, zum Beispiel vom 55. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr, wo ja erst die Altersrente zum Tragen kommt. Also schließen Sie bitte die Verträge unbedingt mit einer Laufzeit bis 67 Jahre ab, weil dort das Rentenalter beginnt. Und wenn es inzwischen gibt es ein paar Tarife, die auch die Option haben, wenn das Rentenalter ansteigen sollte, was die Bundesbank und die Regierung ja schon im Auge hat, bis auf 70 ansteigen sollte, dass auch die Berufsunfähigkeitsversicherung verlängert werden kann. Dann spielt der Gesundheitszustand eine Rolle. Wie fit sind Sie? Haben Sie schon Vorerkrankungen? Das bedeutet, umso jünger und gesünder Sie sind, umso einfacher ist es, sowas abzuschließen. Und ich kann Ihnen nur sagen, in 80% der Fälle haben die Leute irgendwelche Kleinigkeiten an Vorerkrankungen, kleine Unfälle, und es ist sehr, sehr schwierig, so eine Versicherung abzuschließen. Ich empfehle immer am Schulende, vielleicht sogar schon ein Jahr bevor die Schule endet und der Beruf beginnt, diese Versicherung abzuschließen. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass diese Policen für einen günstigen Beitrag auch möglichst ohne Ausschlüsse abgeschlossen werden können. Und was es noch Wichtiges gibt, es gibt auch diese Tarife, alle, wie ich sie genannt habe,
in der Form eines Provisionstarifes, wo der Vermittler für die Vermittlung des Vertrages eine Provision erhält. Und es gibt viele dieser Tarife, auch sehr, sehr gute Tarife, als sogenannte Honorartarife, wo der Vermittler keine Provision erhält, sondern mit dem Kunden vereinbart, wie hoch der Aufwand ist und was der Vermittler dafür bekommt und dafür die Beiträge zum großen Teil wesentlich günstiger sind. Und wenn man so eine Versicherung mit 20 Jahren abschließt und die läuft bis 67, dann sind es immerhin über 40 Jahre. Und wenn ich mir jeden Monat, sagen wir mal, 10 bis 15%, manchmal sogar 20% an Beiträgen sparen kann, dann ist das eine ganze Menge Geld. Das geht in die paar Tausende von Euro, manchmal sogar über die 10.000 drüber. Und da ist es viel angenehmer, der Kunde zahlt weniger pro Monat und zahlt dafür dem Vermittler eine vereinbarte Provision bzw. ein Honorar für die Tätigkeit dieses Abschlusses. Wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche die alle zu beantworten. Und ich möchte Sie wirklich von Herzen bitten, dass Sie sich diesem Thema annehmen, dass Sie vor allem dafür sorgen, dass Ihre Kinder, vielleicht sogar Ihre Enkel, davon erfahren, dass sie früh genug dran sind, dass nicht das Problem auftritt, wie ich es häufig habe, dass die Menschen nicht mehr vernünftig versicherbar sind oder nur kleine Summen abschließen können, weil die Versicherungen diese Risiken nicht tragen wollen. Wie immer gilt aus meiner Sicht, was Versicherungen und Lösungen für Absicherung betrifft, für Vorsorge betrifft, erst die Menschen, dann die Sachen und nicht umgekehrt. Erst die Sachen, dann die Menschen. Der Mensch ist das Wichtigste und wenn der Mensch seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann, dann wird es schwierig mit dem in Anführungsstrichen Überleben. Und deswegen möchte ich Sie bitten, aus Ihrem eigenen Interesse für diese Absicherung zu sorgen. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie meinen Kanal, dann bekommen Sie alle Informationen immer wieder sofort als Benachrichtigung. Erzählen Sie es weiter und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr Klaus Echtler.